ein Showdown der Extraklasse. Die große Spielhalle vibriert förmlich vor Energie, wenn die besten Seniorinnen und Senioren bei den Berliner Einzelmeisterschaften um Ruhm und Ehre kämpfen. Es ist einfach eine herzliche, freundliche Atmosphäre. Und das gefällt mir und deswegen spiele ich hier gerne jedes Jahr mit. So schaffen der Olympische Sportclub Berlin und der Berliner Tischtennisverband eine lebendige Plattform für Wettkämpfe, bei denen über 150 Teilnehmer an zwei Tagen ihre einzigartigen Fähigkeiten zeigen. Die Zuschauer haben gut mitgejubelt und mitgeschaut und es war sehr schön. Bereits in der Vorrunde lenkt Sergej Ryabkov vom TTC Berlin Eastside die Aufmerksamkeit auf sich. Im Finale soll nun auch sein Kontrahent Stefan Labetzke mit seiner Spielkunst eingeschüchtert werden. Der Plan geht auf, Ryabkov setzt Labetzke geschickt mit präzisen Vorhandschlägen unter Druck und gewinnt die entscheidenden Ballwechsel. Vielen Dank an den Veranstalter, der mich eingeladen hat, an diesem Turnier teilzunehmen. Es war sehr gut. Ich habe nicht erwartet, dass ich im Einzel gewinne. Aber das ist noch nicht alles. Sergej Ryabkov beeindruckt auch im Mixed an der Seite von Antonia Müller. Gemeinsam sichern sie sich einen klaren 3:0-Sieg gegen Jana Kohlmann und Lars Wenk. Ich kannte ihn vorher nicht, wir kannten uns beide nicht. Er spricht wenig Deutsch. Es war eine besondere Herausforderung tatsächlich, aber es hat gereicht. Ein mit Spannung erwartetes Doppelmatch steht bevor, wenn Norbert Karping und Günter Boguszewski auf Damian Hora und Robert Nitschke treffen. Während das eine Duo durch beeindruckende Koordination besticht, setzen die Gegner auf unkonventionelle Spielzüge. Das Match erstreckt sich über 5 Sätze und schließlich krönen sich Karping und Boguszewski zu Berliner Meistern. Für uns ist natürlich auch wichtig die Qualifikation zu Norddeutsch, damit wir unseren Verband vertreten. Und ja, und wir hatten das heute mal gemeinsam getestet im Doppel und versuchen dann bei Norddeutschen für Berlin dann das Beste draus zu machen. Das wahre Drama spielt sich jedoch im Finale der Senioren 60 ab, wenn sich die einstigen erfolgreichen Doppelpartner gegenüberstehen. Norbert Karping inszeniert in einem packenden Showdown die entscheidende Dominanz und sichert sich einen beeindruckenden 3:0-Sieg. Gleichzeitig entfacht auf dem benachbarten Spielfeld ein ebenso intensiver Kampf um den begehrten Titel. Hier liefern sich Heike Nikolenko und Silvia Thiele einen erbitterten Wettstreit gegen Ellen Stöckel und Ina Czirski, der mit dem Sieg des Duos Stöckel-Czirski seinen Höhepunkt findet. Wir kennen uns schon lange als Spielerinnen und haben schon mehrmals miteinander gespielt. Und es ist einfach schön, immer wieder anzutreten hier und am Ende den Siegertitel zu erzielen. Von spannenden Duellen bis zu überraschenden Wendungen versprachen die Berliner Einzelmeisterschaften ein Spektakel der Extraklasse.